Servus, liebe Fußballfreunde, und willkommen zu einer etwas anderen Reihe auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, neben meinem Let's Play, wo ich aktuell bei Sportfreunden Siegen angestellt bin, euch ein wenig was von meinem privaten Spielstand zu zeigen, den ich gerade spiele. Genau, das werde ich aber so machen, dass ich hier nicht jedes einzelne Spiel euch zeige und präsentiere, sondern ich möchte in dieser Reihe einfach mal unregelmäßig Spiele von meinem Spielstand zeigen, die vielleicht ganz interessant sein könnten, so dass ihr Schritt für Schritt, sage ich mal, die Highlights oder ja, sowas in der Art mitverfolgen könnt und schaut, wie sich mein alter Ego hier in diesem Safe entwickelt. Das heißt, für diejenigen, die keine Lust haben, ständig jedes einzelne Spiel mitzuverfolgen, genau, für die ist vielleicht dann dieser Spielstand etwas. Ja, ich werde mal schauen. Also, wenn das Anklang findet, werde ich das auf jeden Fall auch weitermachen. Ansonsten ist das hier jetzt einfach mal ein Versuch und möchte euch jetzt erst einmal diesen Spielstand präsentieren und euch da mal einen kleinen Überblick geben, was ich bisher so in diesem Spielstand erlebt habe, und werde auch in diesem Spiel ein Match bestreiten. Und ja, wie gesagt, werde dann in unregelmäßigen Abständen mal hier und da die Fortschritte euch zeigen. So, ja, also ich habe ähnlich wie es beim Club Safe war, wo ich ja den Aufstieg verpasst habe, beziehungsweise doch relativ frühzeitig entlassen wurde, bin ich an diesem Safe komplett arbeitslos gegangen und habe halt mal geschaut, wohin mich der Weg führt, und bin dann als allererstes in meiner Karriere beim sehr interessanten Verein gelandet, nämlich dem FC United of Manchester. Und ja, ähnlich auch hier wie beim Club wurde ich hier ja nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr freigestellt, weil der Club hohe Ambitionen hatte und ich die in dieser Saison nicht so erfüllen konnte, wie sich das gewünscht wurde vom Vorstand. Das heißt, die sind dann in der Saison 2017, 2018 15. geworden, ohne mich. Ich habe aber relativ schnell eine neue Anstellung gefunden. Beziehungsweise erstmal vielleicht gesagt, der United of Manchester befindet sich in der Vanarama Conference North. Das ist die sechste Spielklasse in England. Und ja. Ihr seht jetzt auch schon, sie sind aktuell auch wieder so auf dem 14. Platz, also scheint mit dem Kader momentan nicht viel mehr drin zu sein, aber wie gesagt, ich wurde trotzdem entlassen. So, ich habe dann relativ schnell eine neue Anstellung gefunden, noch in derselben Saison, und zwar bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dem FC Dartford, auch in der sechsten englischen Spielklasse, allerdings nicht im Norden, sondern im Süden. Und bin in dieser Saison noch mit der Mannschaft 12. geworden. So, nach jetzt einigen Transfers, also wenn ich euch jetzt mal hier die Transferhistorie kurz anschaue, seht ihr, habe ich einiges an ablösefreien Spielern dazugeholt, viele junge Spieler auch, viele Talente, die jetzt noch nicht bereit sind für die erste Mannschaft. Zum Beispiel hier dieser Malachi Pernado Pirt, 18 Jahre alt, hat jetzt schon zwei Spiele in der Liga gemacht, die recht ordentlich waren. Eine gute Wertung, aber wie gesagt, hier, ihr seht schon, ist eher so ein Spieler für die Zukunft. Auch ein Torhüter, den ich mir geholt habe, 19 Jahre alt, der noch Entwicklungspotenzial hat. Also ich mag das halt ganz gerne, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial.
Tarik Mitchell, auch 19 Jahre alt, mit einem enormen Entwicklungspotenzial, linker Verteidiger. Und da habe ich mir eben einige talentierte Spieler an Land gezogen, die ich jetzt da aufbauen will. Und einen Spieler habe ich abgegeben, der ein bisschen Unruhe im Verein gebracht hat. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt beim FC Dartford, sechste englische Spielklasse, für die meisten vielleicht nicht so interessant, aber ich finde es sehr spannend. Ja, ne, nennen wir es ruhig mal so eine Art Journeyman, dass ich mich treiben lasse und ein paar verschiedene Ligen kennenlerne, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt. Und gerade mal den FC United of Manchester zu trainieren, der ja noch ein relativ junger Verein ist, der 2005 gegründet wurde. Ja, finde ich ganz interessant, so eine Art Verein mal trainieren zu dürfen. Jetzt bin ich beim FC Dartford. Es fällt mir jetzt gerade auf, beim FC Dartford habe ich die Originaltrikots bei United of Men. Ja doch, das müssten auch die Originaltrikots sein, okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen das Gegenteil. Dartford war. Lass mich anders anfangen. Also United of Manchester war relativ lange in der 7. Liga. Sie haben dann irgendwann den Aufstieg gepackt. 2014, 2015 sind seitdem in der 6. Spielklasse. Beim FC Dartford ist es so, der Verein existiert ein wenig länger. Er ist schon 1888 gegründet worden, also gehört zu den älteren englischen Vereinen. War lange Zeit hier in der 8. Liga. Und haben sich jetzt in den letzten Jahren, seit 2008, gemausert, sind in die 7. Liga gekommen, sind dann in die 6. aufgestiegen, sind sogar in die 5. aufgestiegen, nach 3 Jahren aber wieder abgestiegen und kämpfen jetzt so in den letzten Jahren immer wieder mit um den Aufstieg. Also hier waren sie auch in den Playoffs 2016, 2017 und haben das aber verpasst. Und jetzt in der letzten Saison, die ist relativ schief gelaufen, deswegen wurde der Trainer entlassen. Ich wurde angestellt und ich bin mit der Mannschaft dann noch Zwölfter geworden. Und ja, jetzt ist das Ziel, wenn ich euch das mal eben zeigen darf, in dem Wettbewerb, dass die obere Tabellenhälfte erreicht werden soll. Und ihr seht schon, ich bin aktuell Zehnter. Mit einer recht durchwachsenen Quote, aber ich bin auf jeden Fall Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen. Und bin da eigentlich auch recht zuversichtlich, dass ich da landen kann. Mit ein wenig Glück vielleicht auch, aber ich denke, wir können. Also das Ziel obere Tabellenhälfte ist auf jeden Fall realistisch. So, im FA Cup befinden wir uns, sind wir noch mit dabei. Sind wir in der dritten Qualifikationsrunde. Und haben da Heimspiel gegen Torquay United, die aktueller Tabellenführer unserer Liga sind. Und das ist auch genau das Spiel, was ich euch jetzt hier in diesem Save präsentieren möchte. Ich habe jetzt das Spiel gegen Torquay United. Und ja, bin in einem weiteren Pokal vertreten, der FA Trophy. Die beginnt aber erst im Dezember 2018. So. Die aktuelle Form kann ich euch mal zeigen, wenn wir hier auf Terminplan gehen. Seht ihr hier mal alle Spiele. Seht ihr schon, wie gesagt, recht durchwachsen. Wir hatten eigentlich einen recht guten Start mit 2 Siegen zum Saisonauftakt. Hatten dann ein enges Spiel, was wir knapp verloren haben. Dann ein sehr unterhaltsames Spiel mit einem 5 zu 2 gegen FC Whitehawk. Dann eben gegen Torquay United. Das haben wir 1 zu 2 verloren. Das heißt, es gibt jetzt die Revanche im Pokal. Und genau nach diesem Spiel hatten wir dann so einen kleinen Hänger. Niederlage, 2 Remis. Eine deutliche, heftige Niederlage mit 2 zu 5. Und hatten dann das Glück, sage ich mal, dass wir hier im FA Cup in der zweiten Quali-Runde auf einen recht schwachen Gegner getroffen sind, den wir dann recht gut zerlegen konnten und uns da das Selbstvertrauen zurückgeholt haben. Und dann jetzt in den letzten 2 Spielen als Sieger hervorgegangen sind. Und das letzte Spiel möchte ich euch jetzt mal ganz kurz die Highlights zeigen, das heißt die Tore. Das heißt, das ist immer recht praktisch, kann man hier einfach auf Highlights ansehen.
Und es war nämlich ein recht interessantes Spiel. Das heißt, es hätte in jede Richtung ausgehen können. Ich zeige euch jetzt mal, also Farnborough ging durch einen Elfmeter in Führung. Das heißt, wir können uns mal die Szene vorher anschauen. Also auch wie jetzt ähnlich beim Save mit Siegen versuche ich aus einer stabilen Defensive heraus zu operieren. Und ich habe hier die Vorgabe, also hier sehen wir jetzt diese Chance vom Farnborough und in dem Zuge gab es auch den Elfmeter, der dann zum 1:0 geführt hat. Also in der Folge zum 1:0 geführt hat, wie ihr gerade gesehen habt. Also der Torhüter hat noch gehalten, aber der Nachschuss war nicht zu machen. Und habe dann eigentlich postwendend ausgeglichen. So, sehen wir dann. Ich spule mal ein bisschen vor. So. Also hier der Ballverlust von Farnborough, ein langer Ball nach vorne. So, Pavey ist einer unserer Stürmer. Unsere zentrale Schaltstelle, Bradbrook. Pavey schlägt raus auf Delaverde und wir. Der Torhüter kriegt ihn nicht weg und Ayala, unser Shooting Star momentan, in den letzten Spielen gleicht aus. Geraden in der zweiten Halbzeit wieder in Rückstand nach einer Standardsituation. Gleichen dann wiederum aus, 10 Minuten vor Schluss. Spielen das schön ruhig von hinten heraus. Langen Ball vom Keeper. Smart, zu dem sage ich gleich nochmal was dazu. Ayala und Gueye. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit mache ich tatsächlich noch den Siegtreffer. Also nicht ich, sondern wiederum Gueye nach dem Torhüterfehler. So, also das war das letzte Spiel. War sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück konnten wir das Spiel für uns entscheiden. Und stehen jetzt da mit 17 Punkten. So, das war also das letzte Spiel und jetzt geht es im nachfolgenden gegen Torquay United, gegen die wir in der Liga schon verloren haben, aktueller Spitzenreiter der Liga. Wir sind momentan ganz gut in Form und ihr dürft jetzt gespannt sein, ob ich das Mindestziel vom Vorstand, das heißt die vierte Quali-Runde zu erreichen, schaffe gegen den aktuellen Tabellenführer. Die Turkey United geht auf jeden Fall als Favorit hier in das Spiel, das sehen wir schon, aber jetzt nicht so deutlich. Also es ist durchaus ausgeglichen. So, und das ist hier wie gesagt meine Aufstellung. Das ist eine ähnliche Aufstellung, die ich jetzt in Spisch, oh Gott, im Spielstand mit Siegen auch habe. Nur, dass sie hier momentan etwas besser funktioniert, weil auch die Spieler da besser reinpassen. Hab hier ein bisschen umgestellt, also Ibrahim ist unser Keeper mit 3 Sternen, relativ solide. Und Sibley ist hier so unsere Nachwuchshoffnung. Haben dann mit Bona und Holland ist einer unserer Nachwuchstalente, sage ich mal. Das heißt, der wird mal relativ guter Spieler. Bona, das ist unser bester Innenverteidiger zusammen mit Lionel Stone. In der Taktik hatte ich es jetzt nur so gemacht, dass Stone jetzt hier im Zuge der Abwehrarbeit als balleroberender Mittelfeldspieler spielt, weil er relativ zweikampfstark ist und auch nach vorne ein bisschen was kann. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Bradbrook ist unser wichtigster Mann eigentlich im Verein. Sehr erfahren. Sehr, sehr gute Mentalität, Führungsqualität, Zielstrebigkeit, Aggressivität. Also der bringt alles in so einen englischen Fußballer mit. Also
und leitet die Mannschaft hier im Zentrum. Ayala, unser Shootingstar auf links, der jetzt in den letzten Spielen sich gemacht hat, nachdem er am Anfang der Saison nicht so wirklich zur Mannschaft gefunden hat. Und De La Verde, der ja immer mal wieder gute Ansätze zeigt. Wer den Siegen safe verfolgt, dem wird schon auffallen, dass die Werte hier deutlich besser sind als bei allen Spielern, die ich bei Siegen trainiere. Das heißt, hier haben wir schon ordentlich, hier steht schon ordentlich was dahinter hinter diesem Verein. So, und im Wechsel spielen eben jetzt hier neben Pavey und Guillet. Die wechseln sich jetzt im Sturm eigentlich immer mal wieder ab. Und schießen auch beide ganz gut ihre Tore. Guillet, dem habe ich jetzt das Versprechen gegeben, dass er mehr Spielpraxis bekommt. Und ja, aber der bessere Abschlussspieler ist eigentlich LVPW. Pavey. So, das ist meine eine Taktik. Und die zweite, die recht gut funktioniert, vor allem gegen Teams, die offensiv nicht so stark sind, wie jetzt vielleicht Torquay United, ist dann diese Taktik, wo ich zumeist Brad Brooks hier spielen lasse und dann kommt eben Gary Smart zum Einsatz. Er ist 18 Jahre alt, gerade mal, und hat schon einen sehr, sehr guten Schnitt eigentlich, auch ein sehr gutes Pokalspiel schon gemacht, hat auch schon ein Tor, zwei Vorlagen. Also auch ein Spieler, der für die Zukunft sehr, sehr wichtig wird und den ich immer gerne mal bringe, falls ich offensiver werden muss. So, aber gegen Turkey United, da ich jetzt in der Underdog-Rolle bin, füge ich mich da auch gerne und werde jetzt erstmal hier passiv beginnen. Schließe aber nicht aus, dann in dieses 4-4-1 zu gehen und Gary Smart zu bringen. Und genau, diese Rollen, die werde ich für dieses Spiel mal etwas. Wobei, machen wir es ruhig mal so. Gut. Also, das ist jetzt unsere Aufstellung für dieses nächste Spiel. Und ja, also wer noch Fragen zu diesem Safe hat, könnt ihr gerne stellen. Ihr seht schon, wir sind hier hinten eigentlich relativ gut besetzt. Jetzt hier in der Offensive natürlich eher weniger. Das ist dasselbe Problem wie bei Siegen. Aber Torquay United ist in der Offensive doch relativ gut. Und ich werde jetzt erstmal abwarten und schauen, dass ich die erste Halbzeit ganz gut bestreite. Muss ich nochmal schauen. Nein, für die U9 machen wir den nicht verfügbar. Auch den nicht verfügbar, den will ich mitnehmen. Die anderen können ruhig spielen. So, also ich werde mal schauen, wie ich das dann mit den weiteren Spielen, die ich zeige, mache. Ob ich so regelmäßig alle 4-5 Spiele euch was zeige. Oder dann eher doch in unregelmäßigeren Abständen. Das muss ich mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier in der zweiten Saison, also 2018, 2019. Und das war jetzt eher so eine spontane Idee, das mal zu machen. Könnt ihr gerne mal euer Feedback da lassen, wie ihr das findet, ob euch das interessiert, dieser Save, oder ihr sagt, ach komm, konzentrier dich auf die anderen Sachen. Und wir wollen das hier eigentlich nicht wirklich sehen. Könnte ich auch verstehen, wie gesagt, wäre für mich völlig okay, das ist jetzt hier einfach nur mal ein Experiment, um zu schauen, ob das vielleicht auch für zukünftige FM eine Idee wäre, das auf diese Art und Weise zu machen. So,
Also, das wird die Aufstellung. Ich schaue jetzt mal kurz, ob jemand. Ja, wir haben jetzt doch einige, die überspielt sind. Tom Morlan nehmen wir jetzt vielleicht mal raus. Da habe ich genug Alternativen momentan. Und da werde ich wahrscheinlich Keaton Woods spielen lassen. Auch einer der Nachwuchshoffnungen, sage ich mal. Gutes Tackling, guter Kopfball, Antizipation. Zielstrebigkeit könnten besser sein. Da schaue ich jetzt mal. Risikobewertung. Spielbelastungen. Sean Burke, den brauche ich aber. Tom Bohner brauche ich auf jeden Fall auch. Lee Noble. Den werde ich dann eventuell rausnehmen. Alex Brown. Den nehmen wir mal noch mit. Und Ayala, der ja eh immer spielen will, und Delaverde auch. Also die, das sind einfach wichtige Spieler, die jetzt spielen müssen. Aber nehme ich vielleicht noch. Alex Brown nehmen wir nicht mit, dann nehmen wir Luke Carrier mit. So, genau, auf diese Art und Weise werde ich es jetzt mal probieren. Wir haben hier übrigens die Vorgabe, dass wir Spielkontrolle machen sollen. Ich sehe, müsste man, glaube ich, hier sehen, Spielphilosophie, Vereinsphilosophien. Muss man mal schauen, wo man das nochmal sieht. Genau, Vereinsphilosophien, Spieler über das Jugendsystem des Vereins entwickeln, Ballbesitzfußball und Verpflichtung von Talenten für die erste Mannschaft. Also Ballbesitzfußball klappt noch nicht so 100%. Aber ich arbeite auf jeden Fall dran und wir haben hier eine sehr eigenwillige Taktik, die ich momentan hier fahre. Also zum einen machen wir jetzt erstmal Standardmentalität und flexibel und wir spielen das ganz ruhig. Also Ball halten, geduldig, Position halten haben wir drin und langsames Tempo und weniger Pressing. Das heißt, das Ziel ist hier eine wirklich strikte verteidigen, eine wirklich sehr strikte Grundordnung drin zu haben. Und ja, wirklich sehr, sehr kompakt zu stehen. Wird das Spiel. Na, wir bleiben mal bei ausgewogen. Gut. Dann geht's jetzt zum Spiel. Bin sehr gespannt, ob das was wird mit dem Weiterkommen. Also der Gegner spielt mit einem 5-3-2. Und wir werden auf jeden Fall Peters, den werden wir gleich nochmal in Manndeckung nehmen. So, Teamansprache. Sagen wir es mal leidenschaftlich. Zeigt, was ihr drauf habt, damit die Formkurve weiter nach oben zeigt. So, gegnerische Anweisung stellen wir mal noch ein. Und zwar möchte ich, dass Peters in Manndeckung genommen wird. Und Woodcock und Higgins, die Außenverteidiger, ins Pressing genommen werden. Genauso wie der Keeper. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Dartford, also wir spielen von rechts nach links in weiß-schwarzen Trikots. Torquay United klassisch in gelb-blau. Wie gesagt, wir sind der Underdog, haben aber Heimspiel.
Und erste Aufgabe ist, dass wir defensiv erstmal gut stehen und dann vielleicht nach und nach Akzente nach vorne setzen. Okay, Lee Noble erhält seine fünfte gelbe Karte der Saison. Und wir haben hier anscheinend unseren ersten Spielzug Richtung Tor, der aber in einen Gegenstoß endet, wie es aussieht. Und haben hier aber noch mal Glück, dass nichts Schlimmeres passiert. So, aber bis jetzt scheinen wir defensiv ganz gut zu stehen. Deswegen probiere ich jetzt mal den Stone doch als Balleroberten einzusetzen. Und dann vielleicht langsam aber sicher auf Kontrollmentalität umzuschalten. 20 Minuten, gehen wir jetzt mal auf Kontrolle. Okay, also es scheint noch so ein bisschen eine Art Abtasten zu geben. Können jetzt auch gerne mal in diesem Safe vielleicht ein paar mehr Highlights zeigen, gerade wo jetzt nicht so viel passiert. Das normalerweise zeige ich ja nur erweiterte Highlights. Und da kommen wir auch zur ersten Chance über Pavey. Genau, also das letzte Spiel, wie gesagt, ging ja 1 zu 2 verloren, war auch relativ eng. Und deswegen habe ich mir gedacht, hier das Pokalspiel könnte sehr interessant sein. Und da fangen wir uns den Gegentreffer. Nein, das Tor wird zurückgenommen. Abseitsstellung. Also weiterhin 0-0. Ayala über links. Bleiben im Ballbesitz der Laverde aus dem Hintergrund. So, also sehr ausgeglichen, 4 zu 4 Torschüsse aktuell. Klären hier zur Ecke. Burke, ein ganz wichtiger Spieler eigentlich auf rechts, der aber doch recht schwankende Leistungen hat. Okay. So, also bis jetzt ist alles noch im grünen Bereich. Wir haben auch mehr Ballbesitz. Das heißt, das ist das auch, was der Vorstand gerne hätte. Ballbesitzorientierten Fußball. Wir spielen das Ganze ruhig und geduldig und wir führen. Brad Brook, unser Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld, macht den Treffer nach dem Freistoß. Und bestätigt damit unseren Aufwärtstrend in den letzten Spielen. Und ich bin erleichtert, dass ich euch tatsächlich eine Führung präsentieren kann. Weil ich mir nicht sicher war, ob das im Pokal gegen den Tabellenführer hier gut gehen wird. Aber bisher schaut es ganz gut aus. Also sehr ausgeglichen mit leichten Vorteilen momentan für uns. Und offensiv können wir, das ist das Schöne hier an diesem Verein, was wir bei Siegen momentan nicht so haben, dass wir hier offensiv auf jeden Fall noch nachlegen können. Wir haben noch Gary Smart auf der Bank, wir haben Pavel Guerrier, Brandon Fox, der auf links ein gutes Talent ist. Sagen jetzt leidenschaftlich, das war ganz. Ich bin erfreut über den Spielverlauf, macht weiter so. Bleiben jetzt mal bei Kontrolle und wie gesagt, dieses geduldig spielen, Ball halten, Position halten, führt eben dazu, dass wir eine sehr, sehr kompakte Mannschaft stehen haben. Also das sieht man hier sehr schön. Also wir stehen relativ kompakt, haben viel Ballbesitz hier, sind sehr aktiv in diesem Bereich, während Torquay United zwar auch hier viel Ballbesitz hat, aber ansonsten nicht wirklich
Nee, des Strafraumes kommt. So, was ich jetzt nochmal probiere, ist, dass wir weite Flanken machen. Das funktioniert eigentlich immer mal wieder ganz gut. Das probieren wir jetzt mal. Und ansonsten schaue ich mal die Benotung. Okay, PW könnte noch ein bisschen besser sein. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen beobachten, bevor wir dann den ersten Wechsel vielleicht vornehmen. Okay. Schauen wir mal. Okay, Torgel kommt. Jao. Kriegen den Ball nicht so richtig weg, leider gerade. Lukowski muss wieder zurückspielen. Also im Zentrum finden die eigentlich relativ wenig Raum, weil wir da eigentlich gut zumachen. Müssen wir uns nochmal jetzt anschauen. Okay, der geht ins Nirgendwo. Bonner. Ja, also solche Sachen sind unnötig. Da muss man dann wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt machen wir wirklich zu viele Fehler gerade. Das gefällt mir nicht. Jetzt warten wir noch mal ein paar Minuten, wenn das jetzt. Okay, also jetzt scheint es sich mal wieder ein bisschen zu beruhigen. Und wir haben mal wieder eine Möglichkeit über Ayala, der eine Ecke rausholt. Ah, wieder eine Standardsituation. Der Laverde wird sie hier reinbringen. Bleiben im Ballbesitz. Nobel. Der Laverde. Nobel. Der Laverde. Ja, scharfe Hereingabe, die hier aber leider nicht ankommt. Okay, Türkei hat jetzt einen neuen Torjäger gebracht gerade. Aber wir. Ja. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir unsortiert hinten. Aber stehen wieder. Aber Stone machen wir jetzt mal wieder. Verteidigen. PW auf Unterstützen, bisschen tiefer. Und wir gehen jetzt mal eher auf die Kontermentalität. Nee, wir bleiben mal bei Kontrolle. Ist schon ganz gut. Aber wir gehen vielleicht mal ein bisschen ins Pressing, um es den Gegnern ein bisschen weiter vom Tor wegzuhalten. Okay, Wood of Della Verte. Ayala. Ach, das ist zu einfach, der Ballverlust. Aber wir holen uns zurück. Weiten. Und das könnte. Achso, das war abseits. Na, ich dachte, das war Notbremse oder sowas. So, jetzt müssen wir schauen, ob Stone macht kein gutes Spiel. So, was ich jetzt aber machen könnte, ich könnte Penado Pöhrt bringen. Na, aber der ist nicht so gut im Tackling. Aber ich tausche jetzt mal die Position. Ich traue mich noch nicht so richtig, dieses 4-4-1 zu machen.
G411. Weil es momentan auch nicht Not tut. Und dann mache ich hinten nämlich auf. Andererseits bräuchte man vorne vielleicht ein bisschen Entlastung. Das ist immer so diese Gratwanderung. Deswegen wäre es mir ganz lieb, wenn wir vielleicht das zweite Turm machen. Irgendwie mal. De La Verde, Stone, Ayala, Noble. Bleiben im Ballbesitz. De La Verde. Ja, das ist... eigentlich zu wenig. Das ist gefährlich momentan, was wir hier machen. Bauen wir nochmal die Möglichkeit hier ab. La Verde auf Pavy. Ayala. De La Verde holt wieder eine Ecke raus. Also wir haben immer noch die zweiten Bälle nach den Standards. Das ist eigentlich auch immer ganz gut. Ist kein Foul, es geht weiter. Okay, also wir haben noch 20 Minuten. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt machen wir vielleicht für Pavy. Bringen wir jetzt mal Pape Guillet vorne. Aber als Art Defensivstürmer, dass die anderen nachrücken können. Und De La Verde lassen wir mal nach innen ziehen. Und ziehen das Tempo ein bisschen an. Ja, Ayala, Pavy. Aber abseits, ja. Okay, Bradbrook verletzt sich. Angeschlagen. Okay, Burke leert zur Ecke. Gut, also es wird langsam aber sicher spannend. Bradbrook angeschlagen, mögliche Fußverletzung. Den müssen wir jetzt wohl oder übel rausnehmen. Weil dann kann ich auch doch noch meinen Shooting Star hier bringen. Mit Smart. Der Guillet hier ein bisschen unterstützen wird. Also wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Bis auf, ich bin mehr im Ballbesitz. Und die Uhr tickt herunter. Ich glaube, jetzt kann ich wirklich mal langsam in die Verteidigung gehen, zu den Seiten klären. Und gelegentliches Zeitspiel. So. Das war der Versuch eines Konters. Nur noch wenige Minuten. Dann sind wir in der nächsten Runde. Dann ist das Mindestziel im Pokal erreicht. Dann wären wir in der vierten Qualifikationsrunde. Das wäre dann die letzte Runde vor dem eigentlichen Beginn des FA Cups.
Aber noch ist es nicht geschafft. Okay, wieder abseits. De la Verde. Ah, wir verlieren den Ball wieder. Nein, Keating ist durch. Ah. Aber Ibrahim hat aufgepasst. Klar, Türkei. United muss jetzt mal was versuchen. Und wir sind jetzt in der Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt gehen wir wirklich nochmal komplett auf Verteidigen. Ich möchte jetzt hier nichts mehr anbrennen lassen. Drei Minuten noch. Und wir haben den Ball. Aber wir verlieren ihn auch wieder. Und eine Sensationsparade. Nein, es war noch nicht meine Parade. Puh. Noch ist es nicht geschafft. So, aber jetzt dürfte es das hoffentlich gewesen sein. Noch 30 Sekunden. Bis zum Sieg über Torquay United, den Tabellenführer der 6. Liga. Also, wir haben beileibe kein gutes Spiel gemacht, aber nach unseren Möglichkeiten. Wir haben es geschafft. Wir sind in der nächsten Runde. Das Mindestziel vom Vorstand ist erreicht. Und sind nur noch eine Runde davon entfernt, im FA Cup starten zu dürfen als Sechstligist. Und haben als Außenseiter hier, wie gesagt, beileibe kein gutes Spiel gemacht, aber wir haben die Null gehalten, vorne ein Tor gemacht. Und das reicht. Sagen jetzt dem Team noch leidenschaftlich, dass es ein schöner Sieg war. Und ja, mach vielleicht mit euch jetzt noch die Auslosung zur 4. Quali-Runde. Denke, es könnte vielleicht noch ganz interessant sein. Brad Brook ist verletzt, zum Glück nur 1 bis 2 Tage. Also wie gesagt, das ist wirklich ein sehr zentraler Spieler hier für uns. Wenn der ausfällt, wäre das nicht so wirklich gut. 351 Einsätze, 110 Tore. Also absolute Identifikationsfigur des Vereins. Und wir hatten natürlich auch noch ein bisschen Geld, ist auch nicht zu verachten. Stellen wir eben schnell das Training ein. Habe auch jetzt in der nächsten Woche 2 Spiele vor mir. Aber wie gesagt, ich werde jetzt die nächsten Spiele wieder für mich selbst machen und werde euch dann demnächst wieder was präsentieren. Vielleicht auch zur nächsten Pokalrunde. Das ist vielleicht ganz interessant und spannend. Und ja, könnt mir da auf jeden Fall vorstellen, dass wir das so in diesem Sinne machen. Okay, genau, Noble ist jetzt gesperrt für eine Partie. Schauen wir uns jetzt noch die Auslosung an. Und ja, wäre nett, wenn ihr mir ein Feedback da lasst, ob euch, wie gesagt, so etwas interessiert und in unregelmäßigen Abständen immer mal zu schauen, wie es hier weitergeht mit dem FC Dartford. Ob ich in die Playoffs komme.
und so weiter. Und ja, wo ist mein Alter Ego, also wie erfolgreich er sein wird. Okay, und zu 18 verliert. Ist jetzt nicht weiter dramatisch. Und wir würden doch jetzt gerne die Auslosung sehen, gegen wen wir in der vierten Quali-Runde antreten müssen. Okay, nächsten Ligaspiel sind wir tatsächlich mal Favorit. Und okay, 71 Vereine. Weiß nicht, ob wir das jetzt, ich schau mal, ob wir unter den ersten gleich dabei sind. Tatsächlich. Also wir spielen gegen Bognor Regestown. Wären in der Conference South. Also in unserer Liga. Oder gegen Chippenham Town. Die auch in unserer Liga sind. Gut. Also, das Spiel wird stattfinden. Schauen wir mal eben. Ist noch gar nicht terminiert, wie es aussieht. Also, vier Siege hintereinander jetzt. Sehr schöne Sache. Ich simuliere mal eben weiter, um mal zu schauen, wann das stattfinden wird. Die nächste Runde. Aber das ist wahrscheinlich davon abhängig, wie die beiden Mannschaften untereinander spielen. Schauen wir jetzt nochmal. Okay, jetzt ist es terminiert. Tja, okay, das ist also tatsächlich schon das übernächstes Spiel. Also nicht das über das übernächste Spiel. So kurzfristig wollte ich eigentlich gar keinen neuen Save machen. Ja, ich überlege es mir noch, ob ich das euch dann zeige oder nicht. Lasst euch mal überraschen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier eine ganz gute Serie hingelegt. Und ja, bin da ganz zufrieden. Gut, dann wäre es das für dieses Video. Und wie gesagt, ich zeige hier nicht jedes Spiel. In unregelmäßigen Abständen zeige ich euch den Fortschritt. Und lasst mir ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Und verfolgt vielleicht auch meine anderen Let's Play rein. Gut, dann sage ich Servus, ciao, ciao und man sieht sich beim nächsten Mal.